So, ja, weiter geht's heute mit FIFA 23 und dem Auswärtsspiel bei Union Berlin an der alten Försterei. Los geht's. Nach diesem Unentschieden gegen Leverkusen, wo wir auf Piri verzichten müssen, definitiv. Oh, Augsburg kein Pokal. Ja gut, jetzt ist tatsächlich das letzte Spiel Union und dann kommt die Deadline. Ja, und dann geht's weiter mit Augsburg. Doppelschlag Augsburg. Heimspiel, Pokal, Auswärts, Liga. So, ich muss jetzt gerade nur gucken, weil wir müssen ja leider jemanden ersetzen, weil Perilla mit glattrot vom Platz geflogen ist. So, wird passen soweit. Muss ja leider ein bisschen, muss ja ein bisschen was probieren. Jetzt müssen wir dann mal gucken, dass wir bei Union bestehen. Und dann ist Winterpause. Na dann, auf geht's. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute im Mittelpunkt stehen. Denn zuletzt gab es natürlich 4 Tore aus 3 Spielen. Eine bemerkenswerte Ausbeute. Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte ein Riesenspiel werden, Buschi. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin. Eine sehr reizvolle Partie. Ja, bei Union haben wir auch schon mal ordentlich auf die Fresse gekriegt. Ich glaube, damit in der, ja, der letzten Saison, genau, da haben wir nämlich hier 0 zu 4 verloren. Aber wir sind tatsächlich mittlerweile noch ungeschlagen. Wir haben jetzt 7 aus 9 Auswärtsspielen gewonnen. Wie gesagt, in Düsseldorf und in Leverkusen nur unentschieden gespielt, aber alles andere bisher auseinandergenommen. Was da so kam, Dortmund, Leipzig, Frankfurt, etc. Ja, und jetzt wollen wir natürlich den ersten Sieg bei Union Berlin. Also warum nicht? Mal gucken. Na dann, Beide auf Mannschaften sind bereit. geht's. Es geht los. Wir müssen jetzt etwas besser spielen als gegen So fangen Sie den Leverkusen. Angriff früh ab. Sehr Zumindest gut. unsere Chancen mal nutzen. Perilla aus bekannten Gründen heute nicht mit am Start. Anderweitig noch Jetzt könnte es Moukoko gefährlich werden. für Novoa. Oh, gefährliche Szene. Oh. Da können Sie vom Glück sagen, Passt ein dass da bisschen auf, draußen lieber ist. Unioner. Ich würde es jetzt gerne mitgenommen, klar. Die Tabellenspitze ist in Reichweite für die Gäste, aber Gerade weil dabei die sind Bayern Sie dann natürlich auch gepatzt haben weniger und jetzt haben wir fremde nämlich das Hilfe angewiesen. Problem. Und das Ja! Sie wollen hier von Anfang an tonangebend sein und das ist Also Ihnen 04 auch wird es schon mal gelungen. nicht mehr. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst die Flanke und Sterne dann ist außen einfach vorbei. nur Ball schön an den Exzellenter langen Pfosten Kopfball. hin und Deshalb ist dann der da steht da vorne der so Schellerup und sagt wichtig. dann, machen wir es mal eben kurz rein, klar. Jo, viertes Saisontor mittlerweile. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Aus 17 Spielen.
Also zumindest mal. Bist du mal da ganz weg von mir? Oder willst du mir da jetzt. Wo man am Spiel das Trikot täuscht? Ja, der kam aber nicht an. Schimmert. Ja, Tospi. Morata. Boxa, der hat uns im letzten Spiel schon ein Tor, glaube ich, reingesetzt. Und dann ist es das Ausgleichstor. Das hat nicht lange gedauert und dann geben sie die perfekte Antwort, machen den Ausgleich. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja, plötzlich der Ausgleich für Union. 7 Minuten später. Buxa. So, kriegen wir es wieder ein. Nochmal so ein langer Ball. Diesmal nicht. Diesmal steht der Schelderup da nicht rum. Wieder aber die rechte Seite wieder so über Stern, der gut was machen kann. Und dann ist es Aubameyang. 1-2. Ja, jetzt sind sie wieder vorne. Da ist das Tor. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann trifft Pierre-Emerick Aubameyang. Aber schön gemacht auf jeden Fall. Ja, wer will den denn halten? Naja. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Also Spiel jedenfalls wieder auf Sieg. Kann sich durch Bayreuth gedreht. Sein 17. ist übrigens mittlerweile. Guter Verteil. Gut verteidigt dort. Morata. Lass den jetzt wieder nicht so laufen, den Buxa da. Diesmal nicht. Er geht schön dazwischen. Jetzt müssen sie aufpassen. Eckloff. Eckloff. Und wieder treffen sie. Zwei Tore führen also. Es läuft für sie. Was der für einen Zug hat auf das Tor. Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du. Alle denken, ja, der wird schon irgendwann einen Ball abspielen und dann sagt er, nö, das mache ich nicht. Ich hau das Ding einfach so in den Kasten. Und damit ist es. Das 3-1, jedenfalls. Ganz entspannte Minen auch am Spiel. Und bei Union musst du auch erstmal gewinnen. Führung. Aber doch ist das Ding ja nicht durch. Das ist gerade mal eine halbe Stunde rum. In dieser Partie eigentlich sein. 3-1 heißt es also jetzt. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Vorteil, es gibt wahrscheinlich noch eine Gelbe hinterher. Morata. Schimmert. Gut gemacht. Und Aubameyang mal wieder über die rechte Seite. Also meistens geht es immer viel über Sterner. Schönes Dribbling hier. Sehr, sehr viel meistens über Sterner. Das hauptsächlich ein Problem. Und Elfmeter. Das muss ein Elfmeter sein. Sag ja, wenn einer gefährlich ist und es ist die Bayreuther rechte Seite, dann ist es nämlich ohne Sterner. Und dann steht es plötzlich. Oder hat Bayreuth die Riesenchance mit dem Elfmeter hier sogar auf 1-4 zu stellen. Und Eckloff möchte gerne einen Elfmeter machen. Passt. Jetzt ist er. Sogar 1-4. Oh, 35. Wir haben ja kurz davor erst mit 7-1 gegen Mainz 05 gewonnen. Und jetzt die Führung. 4-1 zumindest mal. Und er hat auch. Mainz hat er auch zwischendurch mal einen Ausgleich erzielt gehabt. Das war ja genauso wie hier. Das ist ja fast eine Parallele. Ich weiß gar nicht, wie es Mainz sich auch 2-1 oder zur Pause nur? Was wir so dann ein bisschen demontiert haben in der zweiten Hälfte. Und jetzt geht's weiter. Gefährliche Szene. Ah, der geht nicht. Das war knapp. Da Eckloff, fast mit dem nächsten. Tor
Der geht nur knapp am Tor vorbei. Also, Keeper war vorbei, aber nicht, nicht genau auf dem Kasten. Und wieder weiter geht's. Sie unterstützen Toppi. Gut. Morata. So, alle Abseits. Wieder beruhigen. Abseits. So, gelb für Albiol. Ja, der, auch noch nicht, der ist noch nicht so ganz der alte zu 100%. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Ja, ist aber eine richtige Entscheidung. Ist eine durchaus richtige Entscheidung. Ja, wie also 100% ist er noch nicht der Alte. Wie gesagt, eigentlich hat er. Ich glaube, dass ich wieder auf das Duo Perry und so setzen muss. So gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. Riasson. Ja, der spielt hier noch bei Union, spielt ja mittlerweile in Real Life bei Dortmund. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Wieder Riasson. Oh, Tor für Union, 2-4. Macht er natürlich. Keine große Aufgabe mehr. Alvaro Morata. Geht da noch was für Union? Fragezeichen. Soll ja schon vorgekommen sein, dass Mannschaften zwei Tore Rückstand aufgeholt haben. Alles wie gesagt, offen, da lässt er sich nicht zweimal. Wir haben es dreimal das Jahr geschafft, glaube ich, in dieser Saison. Und ich glaube, diese in Frankfurt, in Leipzig und in Leverkusen, weil es unter zwei Tore Rückstand aufgeholt. Einige Male zeigen, da hat in der Defensive nichts gestimmt. Die erste Hälfte Pause. Ist damit sechs vorüber. Tore. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Ja, der macht davor. Zweimal gut getroffen und einmal knapp vorbei. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. So, gucken wir mal, was die Bayern machen. Gegen Holstein Kiel jedenfalls führen. Ja, ich kann leider nicht wechseln. Also ich könnte Albiol rausnehmen. Die zweite Hälfte läuft. Ja, ja, gelb vorbelastet ist. Bevor mir der nächste gleich runterfliegt mit Geld, bevor mir der nächste wieder ein Rückstand ist und da so kann ein Spiel ganz schnell kippen. Das war gegen Leverkusen der Fall. Ich vermute, mit ohne die rote Karte hätte man tatsächlich das Spiel gewonnen. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Wobei ich immer noch überzeugt bin, dass es eigentlich noch keine rote Karte war. Das ist mehr oder weniger. Gut, es war kein brutales Foul, es war letzter Mann, deswegen musste der Schiri so entscheiden, wenn er voll fällt. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Albiol, ich kann das jetzt nicht grätschen. Ich werde jetzt wechseln. Also übrigens Bayern 4-2-0 gegen Holstein Kiel. Gut, das ist durchaus keine Überraschung, muss ich sagen. So, jetzt wechsle ich natürlich Albiol aus, weil, wenn ich ehrlich bin, der kann ja gar nicht mehr in Zweikämpfe gehen. Zu null. Gespielt sind hier 51 Minuten. Vielen Dank für das Update. Wir haben einen Neuzugang bei Everton. Ein Wunschspieler, wie er heißt. Kein schlechter Transfer. Das war auf jeden Fall ein Spieler, um den man sich lange intensiv bemüht hat. Aubameyang. Ein toller Transfer. Ein bisschen Platz. Aubameyang. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist ja, Albiol, wie gesagt, gelb-rot gefährdet, geht jetzt raus. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Oder Remy geht jetzt rein. Oh. Den Ball hätte. Klasse vom Torhüter. Also, war gar nicht einfach. Wow. War gut. Hätte ich auch nie gedacht, dass der den noch hat, weil ich dachte mir, den lügt er locker, den lockt er mal, nickt er mal locker gut. Ein. Aubameyang, schöner Pass. Leider nicht durch. Jetzt Aubameyang. Aubameyang! Wieder lässt er sich 2-5. Wieder das Tor. Heute schon sein zweites. Und damit haben wir die Pflichtaufgabe Union. Ja, wahrscheinlich, also die Aufgabe Union. Pflichtaufgabe ist es nicht. Genutzt. Der geht einfach vorbei. Oh, also. Ja, warte mal, nein, nee, Moment. Es sind gerade mal 62 Minuten. Lass das Spiel mal zu Ende spielen. Der aktuelle Stand hier lautet 5-2. Bevor ich jetzt hier irgendwelche vorzeitigen. Kurz rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Bayern München. Bayern führt übrigens. Mané mit dem 3-0 für die Bayern. Ja, das ist aber auch keine Überraschung. Also, wenn ich ehrlich bin, Kiel hatte ich auch nicht alles erwartet, dass die hier einen Punkt holen. Gespielt sind 63 Minuten. Vielen Dank für die Info.
Arebi, schön gelöst. Da ist er da. Guter Zweikampf, er hat den Ball. Moukoko, Eckloff. Eieiei, da war ein bisschen überhastet. Und da machen sie überhaupt nichts raus. Das war kein guter Das war viel zu überhastet. Ja, war ja, kam auch der Abwehrspieler gerade. Und sagte im Moment den, bevor ich da ein bisschen gewissen aus dem Konzept gebracht. Noch 20 Minuten zu spielen. Sie musste diese schnell über. Hast du da? Ich wollte eigentlich im Moment. Naja, Fakt ist. Chance vergeben. Egal. Alles gut. Da ist er Wie? Da. Er steht gut und holt sich den Ball. Er packt so. Das Foul nicht ab, sondern nee, es gibt, sehr gut gemacht. Im Winter gibt da noch was danach, aber ich weiß es noch nicht mehr. Lässt es auf jeden Fall laufen. Das ist eine gute Entscheidung. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Und damit erst kann es erstmal Union klären. Die Chance für den Konter. Weg ist schön, der Ball. Schön dazwischen gegangen. Sterne. Oh, schön gelöst. Der Trick da. Eckloff. Mal nicht über Sterner. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor genauere Info. 4-0 wahrscheinlich. Wir haben hier das nächste Tor für Bayern München. Der Torschütze war Sadio Mané und das ist schon sein zweiter Treffer mit dem... Die Chance hier. Sterner! 5-6-2. Während die Bayern jetzt auf 4 stellen, stellen wir auf 6. Und bleiben auch mit plus 4. 7-1 in Mainz, 6-2 stand jetzt bei Union. Wir schießen momentan ziemlich, was da so kommt. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, auf der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. So, jetzt wechsle ich durch, weil da sind ja einige Spieler, die sagen, ey, wir wollen ja auch mal wieder spielen hier, oder was? Trainer. Deswegen. So, ich müsste jetzt eigentlich alle haben. Ich habe ja vorher Arebi gebracht, also müssten wir jetzt die Wechsel durch haben. Einwurf jetzt. So, jetzt wechseln wir 4-mal insgesamt. Übrigens die Berliner auch. Morata. Den Ball hat er. Morata. Ja, schade. Ein guter Block hier. Die Chance jetzt. Gutes Tackle so. Hier. Eine Minute noch. Jetzt kommt der Ball über Andrade. Kevin Andrade. Jetzt gibt der Elfmeter und rot. Das gibt Elfmeter. Also da müsste der eigentlich, er muss eigentlich rot geben, ja, wenn ich ehrlich bin. A war ja durch und B war es ein Ball von hinten. Also muss eigentlich der Unioner jetzt runterfliegen. Und er sieht nur gelb. Es gibt hier Elfmeter und gelb noch dazu. Puh. Also eigentlich muss es rot sein für die Unioner. Das ist eigentlich, war irgendwo was, war, es war für mich eine klare rote Karte, Punkt. Er war ja durch, er war letzter Mann, er war durch. Warum er da nur gelb gibt, also letztendlich ist es mir egal, aber so, der kommt. Das wäre wohl der Sieg, wenn der reingeht. Ja, der war schon vorher da. Der Sieg. 7-2. Wieder 7 Tore auswärts. Schon bei Mainz sind in der gleichen Höhe gewonnen. Jetzt auch in Berlin. Moukoko. Jedenfalls. Ziemlich sicher. Den Keeper verladen. Und rein ins Glück. Schlusspfiff in dieser Begegnung, das war's. Die Gäste können dieses Ligaspiel heute also gewinnen. 2-7 der Endstand. Heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Also wir kommen auf jeden Fall wahrscheinlich über 100 Tore. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben mittlerweile. Weil da so einige so Dinger dabei sind. Ein Spieler, der heute sehr aktiv war. Das aber wir haben Doppelpack. Man muss doch sehen, Union war mal drin, ne, in der Partie. Sie haben geführt 1-0. Nee, haben sie nicht. Quatsch. Natürlich nicht. Sie haben ja drin, wir haben ja. Naja, jedenfalls haben wir es geschafft. Die Bayern gewinnt sogar 4-1 gegen Kiel.
Aber das ist, wie gesagt, am Ende egal. Ja, also was wir jetzt gut gemacht haben, war jetzt die Tordifferenz. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen. Warte mal kurz, ich habe da oben irgendwelche Nachrichten gerade reingekriegt. Sperre abgelaufen, gut gemacht. Oh, wir haben Nationalität. Ja, wir haben, glaube ich, wir haben ja verpflichtet. Weil da unbedingt. Überleg gerade. Mamukuku haben wir ja für ein Jahr ausgeliehen, genau. Natürlich. Durch 31,8 Millionen nach Sassuolo. Fagioli nach Hoffenheim. Ja, da sind so viele dabei, ey, die können wir gar nicht, werden wir auch gar nicht stemmen. Aber wenn ich ehrlich bin, könnte ich versuchen, da mal dazwischen zu kretschen, tatsächlich. Ich will was da mal nachfragen, gucken. Ob ich Kollege Onisivo vielleicht mal für ein Jahr ausleihen kann. Der ist auch schon 33. Ich könnte ja für die neue Saison verpflichten, ne? Ja gut, dann hätte ich. Aber der ist auch schon wie gesagt, 33 Jahre alt. Geht der auch raus, der Vertrag? Ja. Also, Adhesive weiß ich. Ja, komm, brauchen nicht. Wir gehen nur raus aus der Nummer. Die brauchen ihn nicht unbedingt. Gehen wir mal kurz die Deadline-Date zu Ende hier. Jetzt könnte man tatsächlich Vorverträge abschließen mit einigen Spielern. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Duell gegen den FC Augsburg mit dem Pokal.